Hier siehst du, was du alles in unserem Retourenportal machen kannst. Zum Beispiel innerhalb der Widerrufsfrist deinen Mobilfunkvertrag, deinen DSL-Vertrag oder deinen GigaCube-Vertrag stornieren oder deinen Zubehörkauf widerrufen. Dein neues Gerät reparieren lassen. Wenn deine Lieferung zu deinem neuen Vertrag schiefgelaufen ist, einen neuen Versand beauftragen. Zum Retourenportal kommst du über www.vodafone.de/retoure. Log dich mit deiner Lieferscheinnummer und der Postleitzahl der Lieferanschrift ein. Beides findest du auf dem Lieferschein. Du hast deine Lieferung noch nicht? Dann findest du die Lieferscheinnummer in der Versandbestätigung. Bestätige deine Eingabe mit Login. Jetzt kannst du deine Lieferung verfolgen. Siehst den Lieferstatus und ob ein Widerruf möglich ist. Du siehst alle Artikel, die du bestellt hast. Ganz unten hast du je nach Lieferstatus verschiedene Möglichkeiten. Konnte zum Beispiel deine Lieferung nicht zugestellt werden? Dann kannst du hier veranlassen, dass sie nochmal geschickt wird. Du willst die Lieferadresse ändern? Dann chatte mit uns oder lass dich zurückrufen, um uns die neue Adresse durchzugeben. Hast du deine Lieferung bekommen? Dann kannst du hier melden, falls ein Gerät defekt ist. Wenn die Widerrufsfrist noch läuft, kannst du deinen Vertrag widerrufen, dir bei Bedarf einen Retourenschein holen und dein Gerät zurückschicken. Wähl einfach den Grund für den Widerruf. Deinen Vertrag ohne Handy widerrufst du mit wenigen Klicks. Oder hol dir einen Frachtschein, um dein Gerät kostenlos zurückzuschicken. Du bekommst alle Infos zu deiner Rücksendung und den Frachtschein als PDF-Datei. Diesen Retourenschein druckst du einfach aus. Außerdem kannst du Fragen klären. Du findest Infos und Antworten zu allen Themen rund um deinen Vertrag. Und du kannst zum Beispiel über WhatsApp oder SMS mit uns chatten. Scan einfach den QR-Code mit deinem Smartphone. Wir sind für dich da. Viel Spaß noch, dein Vodafone-Team.